So, du willst also noch eine Geschichte hören. Eine, in der sich das Schicksal von Pandora entscheidet. Wenn nicht, Pech, ich erzähle sie dir trotzdem. Es begann mit der Kammer, ein Alien-Gefängnis. Zu öffnen mit einem mystischen Schlüssel. Die Krieger, die Kammer öffneten, fanden jedoch zu ihrer Enttäuschung nur einen Haufen Tentakel vor. Sie zogen davon, überzeugt, dass die Kammer keinerlei Schätze enthielt. Sie irrten sich. Die Öffnung der Kammer führte zur Bildung von Iridium, einem kostbaren Alien-Element. Bald tauchte das seltene Mineral überall auf Pandora auf. Sein Vorkommen lockte viele an, auch die Hyperion Corporation. Hyperion kam nach Pandora, um Iridium zu schürfen und für Ordnung auf dem Planeten zu sorgen. Bei Grabungen stieß Hyperion auf Hinweise auf eine noch größere Kammer. Ihr Boss schwor, sie zu finden und ihre Macht zu nutzen, um die Borderlands zu zivilisieren. Aber nicht nur Hyperion hat es auf die Macht der zweiten Kammer abgesehen. Dem Lockruf von Gefahr und Beute ist nicht leicht zu widerstehen. Bestimmte Krieger kamen in Scharen nach Pandora, um ihre Geheimnisse zu ergründen. Manche nennen solche Typen Abenteurer. Andere Narren. Ich nenne sie Kammerjäger. Unsere Geschichte beginnt mit ihnen. Und mit einem Mann namens Handsome Jack.
So, und damit hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge Borderlands 2. Ja, ich hatte gerade einen maximalen Brainlag. So, ja, wir spielen Borderlands, wir, also Wager und ich, weil wir Bock drauf haben. Und ja, das war's. Aus meiner Sicht seht ihr jetzt hier den Anfang. Ich weiß nicht, ob noch was anderes aus seiner Sicht kommen wird. Das werden wir noch im Laufe der Zeit, Alter, es ist laut, klären. Und ja, erstmal viel Spaß mit der ersten Folge. Die wird ein bisschen lang, so kurz sein. Na toll, noch ein toter Kammerjäger. Handsome Cat war fleißig. Weil das Intro verdammt lang war. Und ja, wir wollen... Ja, jetzt komme ich von diesem Gletscher runter. Clap-Trap, dein metaphorisches Schiff ist endlich gekommen. Darf ich mich vorstellen? Ich bin ein CL4PTP-Stewardbot. Aber meine Freunde nennen mich Clap-Trap. Oder sie würden mich so nennen, wenn sie noch leben würden. Oder je existiert hätten. Oh, ich hab da was für dich. Hier. Nimm diesen Echo-Communicator, den ich ganz sicher nicht einer dieser Leichen abgenommen habe. Er ist mit einem Klasse 12 Herzog-Display und einer Minikarte ausgestattet. Und jetzt, mein Freund, schaffen wir dich rein. Fantastisch! Da ich jetzt einen mächtigen Kammerjäger getroffen habe, rebellieren wir uns. Darf ich jetzt reden? So. Ich darf jetzt reden. Und zwar wollen wir die Folgen halt kurz halten, damit es nicht zu langweilig wird. Und da das Intro schon um die, keine Ahnung, 7 Minuten gedauert hat, bleibt uns jetzt nicht mehr viel. Wir werden wahrscheinlich aber eh ein paar mehr Folgen im Anschluss direkt aufnehmen. Das hoffe ich auch. Und öffne dich! Kleiner Beitrag zur erhöhten Sicherheit! Man muss diese Bullybombs in Schach halten, sonst reißen sie an die Augen raus! Also noch kleine Info am Rande. Das ist kein Blind Let's Play, das haben wir schon zumindest zu einem bestimmten Teil gezockt. Tut mir leid, wie es hier aussieht. Jack lehnt alles, was er killt, hier ab. Banditen, Kammerjäger, Clip-Trap-Einheiten. Wenn sich das jetzt fröhlich anhört, dann nur, weil das meine Standardstimme ist. In Wirklichkeit bin ich sehr deprimiert. Die Kreaturen in dieser Gegend sind gefährlich. Zum Beispiel dieser Bullymog namens Knucklebreaker hat alle getötet, die ich kannte. Wie auch immer. Ich habe eine Pistole in dem Schrank da drüben. Für Notfälle. Aber hier drin sind wir ja sicher. Vor langer Zeit veränderten 4 Kammerjäger Pandora für immer. Doch diese Zeit ist vorbei. Dank Captain Jack braucht Pandora einen neuen Helden. Ich weiß, dass du dieser Held bist. Abgesehen von den entsetzlichen Schmerzen ist das alles super. Ich habe schon auf einen Kammerjäger gewartet, um nach Sanctuary zu kommen. Ich werde dein Weiser anführen. Und du? Oh. Der Timer sagt, jetzt ist Sense. Und ich würde sagen, wir nehmen direkt im Anschluss die nächste Folge auf. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis später.